SAP, schwieriges Thema. Wirklich sehr schwieriges Thema. Wer mich kennt, wer schon mal eine Ausgabe von mir gesehen hat, wer weiß, wie ich an Aktien rangehe, dann interessieren mich Zahlen, Daten, Fakten. Dann will ich wissen, wie ist der Umsatz, wie ist der Gewinn, wie ist die Marge, wie haben sich diese Kennzahlen verändert, wie ist der Ausblick, was für eine Produktpipeline ist da und wie ist die Bilanz des Unternehmens, wie ist es bewertet, ist es teuer, ist es günstig, und dann können wir sagen, okay, wir verstehen jetzt dieses Unternehmen, und da können wir sagen, ist ein gutes Unternehmen und ist teuer, oder meinetwegen ist ein schlechtes Unternehmen, auch wenn es billig ist, interessiert es uns nicht. Ich glaube aber, dass es bei SAP gerade nicht um Zahlen, Daten, Fakten geht. Und deswegen will ich auch mit euch jetzt nicht über die letzten Quartalsergebnisse sprechen und sagen, ah ja, da war die Marge ein bisschen zu schlecht und da war der Umsatz wegen Corona und da war dies und da war jenes. Ja, die haben eine Gewinnwarnung rausgegeben wegen Corona und sagen, dass einige ihrer Klienten wegen der Corona-Pandemie Investitionen zurückhalten und deswegen haben sie eine Gewinnwarnung rausgegeben für das erste Halbjahr 2021. Aber SAP geht darüber ja weit hinaus. Die geben die Gewinnwarnung bis in das Jahr 2023 aus, für die nächsten 3 Jahre, und setzen noch einen drauf und sagen, auch für die nächsten 5 Jahre müssen wir unsere Ziele korrigieren. Das größte deutsche Unternehmen gibt eine Gewinnwarnung raus für die nächsten 5 Jahre. Wer jetzt sagt, das ist kein schwieriges Thema, ich glaube, der hat es nicht verstanden. Denn ich glaube, die alles entscheidende Frage ist aktuell, ist der derzeitige CEO, Herr Klein, der richtige Mann für SAP, ja oder nein? Und jetzt muss man sagen, so klar diese Frage formuliert ist, so extrem schwierig ist diese Frage zu beantworten, insbesondere für mich. Ja, ich bin professioneller Händler. Ja, ich handle für einen Hedgefonds. Ja, ich bin jemand, der sehr viel in Aktien investiert und sich sehr viel mit dem Thema beschäftigt. Allerdings traue ich mir nicht zu bewerten, ob Herr Klein der richtige CEO für SAP ist oder nicht. Auch weil der Mann erst seit einem Jahr dabei ist. Auch weil er noch nie CEO eines anderen Unternehmens war. Und weil wir überhaupt keine Vergleichsdaten haben, um sagen zu können, dass der Mann in der Lage ist, dieses Thema richtig zu bewältigen oder nicht. Aber wir können uns über etwas anderes unterhalten. Wir können uns zumindest darüber unterhalten, warum die entscheidende Frage ist, ob Herr Klein der richtige Mann ist. Und wir können uns zumindest annähern, um herauszubekommen, ob Herr Klein der richtige Mann für diese Aufgabe ist. Und warum so vieles meiner Meinung nach jetzt auch von ihm abhängt. Das, was SAP angekündigt hat, ist, liebe Investoren, wir gehen jetzt all in ins Cloud-Geschäft. Und wenn ihr mir das nicht glaubt, SAP hat im Jahr 2019 7 Milliarden Umsatz mit Cloud-Geschäft gemacht und sie planen bis ins Jahr 2025 22 Milliarden mit dem Cloud-Geschäft zu machen. Das heißt, sie wollen ihr Umsatz in den nächsten 5 Jahren verdreifachen. Und das Cloud-Geschäft ist ja hochkompetitiv. Und warum machen sie das eigentlich? Weil sie feststellen, dass ihr margenstarkes Lizenzgeschäft, womit sie sehr gutes Geld verdienen, in Zukunft wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Und deswegen macht SAP aus meiner Sicht jetzt Folgendes. Sagt, liebe Investoren, es gibt eine Gewinnwarnung für die nächsten 5 Jahre. Und jetzt schaut mal zu, wie wir ein Wendemanöver durchführen. Wendemanöver geht so. Handbremse, voll einschlagen, einmal wenden und dann lösen und Vollgas. Und hoffentlich kommen wir richtig gut durch diese Kurve durch. Die Frage ist doch, warum müssen Sie jetzt auf einmal all in ins Cloud-Geschäft gehen? Warum ist es denn nicht möglich gewesen, dass Sie sagen, okay Leute, passt mal auf, jetzt zweiter Gang, Blinker setzen, Schulterblick wenden? Weil Sie den Zeitpunkt verpasst haben, wenn es galt zu wenden. Weil ich glaube, dass SAP im letzten Jahr sehr viel mit sich selbst beschäftigt gewesen ist und wahrscheinlich hat der ehemalige CEO nicht erkannt, dass sich die Zeiten ändern. Für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben, der ehemalige CEO sollte ja in aller Ruhe das neue Duo an der Spitze von SAP einarbeiten, um dann nach 10 Jahren auszuscheiden. Was aber passiert ist, nach relativ kurzer Zeit wurde bekannt gegeben, dass der ehemalige CEO das Unternehmen verlässt und dass es eigentlich gar keine richtige Einarbeitung gegeben hat.
Er hat sich dann eine neue Aufgabe gesucht. Es war verwunderlich. An der Spitze waren Herr Klein und eine US-Amerikanerin, die gemeinsam das Unternehmen führen sollten. Wenn man Berichten zum Beispiel vom Handelsblatt Glauben schenken darf, dann ist es so, dass die beiden unterschiedlicher Meinung waren, wenn es um die Ausrichtung von SAP ging. Sodass man im April zwar offiziell sich aufgrund von Corona dafür entschieden hat, dass man eine starke Person an der Spitze braucht und deswegen eine Doppelspitze nicht mehr funktioniert. Aller Voraussicht nach war aber der Grund, weil die Doppelspitze sich nicht so gut verstand. Deswegen ist die einzige Frau, die an der Spitze eines DAX-Konzerns stand, mit Herrn Klein zusammen, ausgeschieden. So. Und jetzt sehen wir, dass das Unternehmen komplett neu aufgestellt werden soll. Und deswegen glaube ich, dass SAP es versäumt hat, rechtzeitig die richtigen Entscheidungen zu treffen. Denn SAP sagt, ja, das ist Corona-bedingt auch die Probleme, die wir haben, aber diese Probleme sehen wir nicht bei Salesforce, die sehen wir nicht bei Oracle, die sehen wir nicht bei Microsoft. Wir sehen, dass die alle ein sehr gut wachsendes Cloud-Geschäft haben. Auch IBM und Hewlett-Packard haben, was das Cloud-Geschäft angeht, besser abgeschnitten als SAP. Und deswegen muss ich euch ganz ehrlich sagen, das, was gerade bei SAP passiert, erinnert mich ein bisschen an Intel. Denn bei Intel ist es so, die Probleme von Intel sind hausgemacht. Die Konkurrenz ist mittlerweile Jahre voraus und Intel schafft es immer noch nicht, die eigenen Probleme zu lösen. Und gleichzeitig sehe ich da einen Unterschied zu SAP. Denn SAP ist noch nicht von der Konkurrenz abgehängt worden. Und im Moment muss ich sagen, als jemand, der in SAP investiert ist und diese Aktie im Grunde genommen sehr gern hat, ist es mir lieber, wenn das Unternehmen sagt, pass auf Leute, es gibt ein Ende mit Schrecken und kein Schrecken ohne Ende. Denn das, was Herr Klein in vielen Interviews auf CNBC, auf der Pressekonferenz, aber auch anderen Journalisten gegenüber gesagt hat, war, ich bin nicht bereit, das langfristige Potenzial von SAP einzutauschen für kurzfristige Margenverbesserung. Im Grunde genommen sagt er, wir hätten die Möglichkeit gehabt, zum Beispiel durch Einsparungen, durch betriebsbedingte Maßnahmen, die Marge zu verbessern, vielleicht ein bisschen am Preis zu spielen, damit wir unsere Margenziele erreichen. Aber dann hätten wir nicht die Kraft und das Potenzial, komplett das Geschäft auf Cloud umzustellen, nicht mit dem Lizenzgeschäft weiterzumachen. Und dann sagt er, okay, ich, liebe Investoren, will euer Vertrauen haben, dass wir es schaffen werden, zwar jetzt eine ziemlich krasse, ein Wendemanöver durchzuführen, was extrem schwierig ist, aber wir wissen, wo wir hinwollen. Und das, muss ich sagen, finde ich gerade eher positiv. Aber die Frage ist, kann Herr Klein das? Denn wenn ich nochmal die Konkurrenz aufführen darf, Oracle hat ja auch jetzt im Dezember Zahlen gebracht. Umsatz, Gewinn über den Erwartungen, Jahresausblick nach oben angehoben, plus die geben an, dass sie Klienten gewinnen konnten, Großklienten von SAP. SAP ist jetzt am dransten, es zu schaffen, diese Umstrukturierung auch hinzubekommen. Es wird notwendig sein, dass SAP sehr viel investiert. Das wird sich zusätzlich auf die Marge auswirken. Und es muss SAP aber auch gelingen, Marktanteile zu gewinnen. Und das ist eine Frage, die noch nicht beantwortet ist. Und ich glaube, was wirklich wichtig ist, ist, dass in den kommenden Monaten, bei den kommenden Quartalszahlen, bei den kommenden Bilanzpressekonferenzen, SAP nicht immer wieder kommt und sagt, wisst ihr was, wir müssen jetzt doch noch mal ein bisschen anders und ach nee, jetzt, wir müssen dann noch mal hier anpassen und dort anpassen, weil ich glaube, dann ist tatsächlich das Vertrauen der Investoren dahin. Wenn ich mir anschaue, was die Analysten gemacht haben, die haben alle durch die Bank SAP herabgestuft. Aber ein Beispiel, Goldman Sachs hatte SAP auf der sogenannten Conviction Buy List, also Kaufempfehlung mit besonderer Überzeugung. Jetzt haben Sie SAP immer noch auf der Kaufliste,
Aber sie haben die besondere Überzeugung weggenommen. Sie sagen, wenn diese Umstrukturierungsmaßnahmen gelingen, wird man langfristig Potenzial haben zu wachsen. Kurzfristig kostet das aber. Und sie haben ihr Kursziel 20% jetzt nur noch oberhalb der aktuellen Kursnotierung. Sehr viele haben aber auch ihre Kaufempfehlungen zurückgezogen und sind auf neutral gegangen. Das heißt, man wird noch sehen müssen, ob die Umstrukturierungsmaßnahmen funktionieren. Und gleichzeitig ist es aber auch so, dass SAP jetzt in schwierige Fahrwasser kommt. Und was Herrn Klein angeht, alles, was ich zu ihm sagen kann, ist, er ist ein Kind von SAP. Der ist von Anfang an bei SAP und hat eine Karriere gemacht, was absolut eindrucksvoll ist. Der ist aber auch erst seit einigen Monaten an der Spitze von SAP und muss ein richtig großes Problem lösen. Und dazu kommt, seine Partnerin an der Spitze, sie war eigentlich für das Cloud-Geschäft zuständig und sie hat das Unternehmen verlassen. Ich kann jetzt gerade überhaupt nicht sagen, ob das negativ ist oder nicht. Er war eigentlich für S/4HANA verantwortlich. Aber offensichtlich ist das Cloud-Geschäft nicht sein Schwerpunkt gewesen. Trotzdem kann ja ein CEO mit den richtigen Spezialisten die richtigen Entscheidungen treffen. Ich sage euch nur eins. Auch wenn Herr Hopp sagt, er glaubt, dass das der richtige Mann ist, auch wenn Herr Hopp sagt, dass er glaubt, dass Herr Klein es schaffen wird, SAP zu führen, positiv, auch wenn das so ist, dass der Aufsichtsrat Vorsitzende für 250 Millionen Euro an Aktien gekauft hat, was Vertrauen schaffen soll. Dennoch ist es so, SAP ist grundsätzlich gut aufgestellt, aber SAP muss jetzt aufholen, einholen und gegebenenfalls überholen. Und ob Herr Klein das kann, das weiß man nicht. Und deswegen glaube ich, ist es extrem wichtig, dass man genau hinschaut, was in naher und mittlerer Zukunft vom Unternehmen mit den Investoren kommuniziert wird und ob man sieht, dass SAP bereit ist, die Schritte zu unternehmen, die notwendig sind und aber auch dann sich schon erste Erfolge aufzeigen oder ob das Unternehmen immer wieder sich neu justieren muss. Und deswegen glaube ich, SAP, schwieriges Thema. Und das ist auch der Grund, warum ich in dieser Ausgabe jetzt nicht mit euch darüber sprechen wollte. Also da war es pandemiebedingt und da war es diesbedingt. SAP stellt sich völlig neu auf. Übrigens, ihr seid herzlich eingeladen, eure Meinung dazu aufzuschreiben. Wir schauen uns auf jeden Fall einmal jetzt den Chart dazu an. Wenn wir uns den DAX im Monatschart anschauen, dann sehen wir, dass der DAX seit April 2009 in der Spitze eine Bewegung von 284% gemacht hat. Und wenn wir das dann wiederum vergleichen mit dem, was SAP gemacht hat, dann sehen wir, dass SAP hier seit dem Tief, es war September 2008, Tief war ein bisschen früher, hat SAP 588% gemacht. Das heißt, ohne SAP hätte der DAX auch diese Performance nicht hinlegen können. Und deswegen war SAP lange Zugpferd des DAX und auch nicht von ungefähr ein absoluter Liebling von deutschen Aktionären und auch von mir. Zweifelsohne. Jetzt muss man sagen, diese Abwärtswelle, die wir gesehen haben, dieser Ausverkauf, den wir gesehen haben, das gab es so in dieser Form von ein paar 20%. Also ich kann mich nicht daran erinnern, wann SAP so heftig ausverkauft wurde. Was wir sehen können, ist, wir haben immer noch einen Chart, der von links unten nach rechts oben läuft. Und wenn ich sage, ist es das Ende einer Ära, dann meine ich damit, dass es jetzt vielleicht eben nicht mehr der Fall ist, sondern dass der Markt dann eben anfängt, na guck mal, der SAP will immer nach oben zeigen. Ne? Das ist dann doch irgendwie dann schwächere und möglicherweise deutlich schwächere, aber auch Seitwärtsphasen in Zukunft geben wird. So, Folgendes. Einmal jetzt in die Woche reingeschaut. Ich finde, man sieht Folgendes. Wir haben eine aufsteigende Linie. Das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung, das ist Unterstützung. Hier etwas mit der hohen Volatilität etwas scharf angetestet und doch am Ende gehalten. Dazu haben wir die psychologische 100. Und wenn ich mal ganz weit zurückgehe, fällt euch was auf? Genau, hier seit den Tiefs, seit 2011, hält immer die 200-Wochen-Linie bei SAP. So,
Jetzt fallen wir drunter. Hier sind wir auch mal drunter gefallen, sind aber relativ rasch drüber gegangen. Und deswegen ist das etwas, was aus meiner Sicht ganz wichtig und entscheidend ist. Schafft es SAP, die 200-Wochen-Linie nachhaltig zu erobern? Oder ist das jetzt der erste wirkliche nachhaltige Knacks? Und SAP könnte durch diese 200-Wochen-Linie auch übergeordnet durchfallen. Zusammengefasst kann man für die aktuelle Zone sagen, meiner Meinung nach, ganz schön scharf getestet. Aber wir können sagen, im Zweifel für den Angeklagten, diese übergeordnete Unterstützung mit der horizontalen Linie hat gehalten. Wichtig ist aber auch, dass jetzt die 100er-Marke überwunden werden kann. So, dann räume ich einmal kurz auf und dann sehen wir nämlich noch etwas anderes. Und zwar, wenn wir uns hier diese Tiefs stammend aus dem Jahr 2014 anschauen. Also wir sehen, dass der Markt hier gestiegen ist und dann in eine Seitwärtsphase übergegangen ist und aus dieser Seitwärtsphase kommt dann der Ausbruch. Wenn wir vom tiefsten Punkt ausgehen, sehen wir Folgendes. Von dem Hoch ausgehend, wir haben erst hier das Hoch erreicht, ist hier das 61er FIBO im Bereich von 85. Im Bereich von 85. Und im Bereich von 85, ich glaube, das erkennt man relativ einfach, ist auch diese horizontale Unterstützungsmarke. 1, 2, 3, 4 Mal getestet. Das heißt, hier um die 100 ist die eine Unterstützung, um die 85 bis 80 ist die zweite Unterstützung. Wenn SAP diese Zone nicht halten kann, dann glaube ich, hat die Aktie ein wirkliches und ernsthaftes Problem. Das ist aus rein technischer Sicht und ich wiederhole mich sehr gerne, es kommt darauf an, ob aus fundamentaler Sicht, ich meine nicht Quartalszahlen, ob Nachrichten kommen, die dafür sorgen, dass Investoren Vertrauen in SAP gewinnen und sagen, ja, SAP ist auf dem Weg. Es wird jetzt vielleicht ein bisschen holprig werden, aber dieser Chart, der von unten links nach oben rechts läuft, der wird nach etwas Seitwärtsphase dann wieder die nächste Rallye finden. Oder es ist so, dass sie sagen, nee, guck mal, hier, umgedrehtes V, Ende einer Ära. Das sind die Zonen, die interessant sind und über die notwendigen oder die wichtigen News, die reinkommen müssen, damit das Vertrauen der Investoren wieder größer werden wird, haben wir gesprochen. Ich hoffe, dass diese Ausgabe für euch hilfreich gewesen ist. Danke für eure Aufmerksamkeit. Habe die Ehre.